Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir widmen uns heute 18 Reiserätseln, die deinen Verstand schärfen. Kim und Ashley sind beste Freundinnen und wollen... Nach 2 Sekunden schon keinen Bock mehr. Kim und Ashley sind beste Freundinnen und wollen die Sommerferien gemeinsam in Italien verbringen. Oh. Sie hatten Glück, günstige Flugtickets zu bekommen. Mhm. Ihr Flug startet um 10 Uhr morgens. Mhm. Als die Mädchen am Flughafen ankommen, stellen sie aber fest, dass es der falsche Flughafen ist. Ist mir noch nie passiert. Ich war noch nie auf dem Weg nach Düsseldorf zum Flughafen, aber bin eigentlich von Frankfurt. Quatsch. Nicht so dumm. Sie haben 2 Möglichkeiten. Entweder Sie nehmen einen Hochgeschwindigkeitszug für 100 Euro, um zum richtigen Flughafen zu fahren, oder Sie bleiben hier und kaufen Tickets für einen späteren Flug für 400 Euro. Was sollen Sie machen? Hä? Scheißegal, was die machen. Wo ist denn das jetzt ein Rätsel? Die Sache ist, dass die 2 ja bereits ihren Flug gebucht haben und den auch bezahlt haben. Das heißt, wenn sie sich einen neuen Flug buchen für 400 Euro, würde der alte Flug wahrscheinlich in diesem Beispiel verfallen. Also, denke ich mal so, würde dann zurückerstattet werden. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Du kriegst ja nicht zurückerstattet. Ich würde trotzdem sagen 400 Euro, weil es irgendwie dumm klingt, aber es ist wahrscheinlich richtig. Die 2. Möglichkeit. Schau mal auf die Uhr an der Wand. Es ist 9.55 Uhr. Das Boarding für Ihren Flug ist schon vorbei. Selbst mit einem super Hochgeschwindigkeitszug würden Sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ah. Ja, die Uhr, die meinte ich natürlich auch. Vorhin mit meiner Erklärung. Na klar. Kim und Ashley haben also neue Tickets gekauft. Sie gehen ins Flughafenrestaurant, um Kaffee zu trinken. Aber etwas Seltsames erschreckt Kim und sie will den Ort so schnell wie möglich wieder verlassen. Okay. Was hat Kim gesehen? Was hat hier? Die Zombie-Maske. Oder bin ich jetzt komplett dumm? Diese Frau da drüben ist ein Zombie. Wow, wie ist die denn durch die Sicherheitskontrolle gekommen? Das sind jetzt die Rätsel, die wir hier lösen müssen. Aber gut, mit Ansage, alles wird richtig heute. Endlich ist es an der Zeit, an Bord zu gehen. Aber alle Plätze in der Economy Class sind besetzt. Kim und Ashley dürfen in der Business Class mitfliegen. Dort sehen die Mädchen 3 Personen. Als die Flugbegleiterin ihnen frischen Saft serviert, flüstert sie Kim und Ashley zu, dass sie großes Glück haben, weil sie mit einem berühmten italienischen Milliardär reisen. Kannst du erkennen, wer von diesen Passagieren ein Milliardär ist? Naja, wenn es ein italienischer Milliardär ist, dann kann es ja nur er sein. Weil das andere beide sind doch Mädels und dementsprechend Milliardärinnen, oder? Ein paar Sekunden später. Oh, das ist halt er hier. Weil er ganz vorne sitzt und vorne sind die Plätze immer teurer und seine Aktien gehen auch runter und Rotwein ist... Ich habe keine Ahnung, Mann, ist mir auch egal. Diese glamouröse Dame wäre eine gute Kandidatin, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Milliardär einen Mantel aus 100% Polyester trägt. Ja. Das hat man doch vorhin noch erkennen können. Der Geschäftsanzug dieses Mannes ist sehr elegant, aber schau dir seine Schuhe an. Sie sehen ziemlich günstig und abgetragen aus. Ich dachte, das sollen so Designerschuhe darstellen. Dieser lustige Herr muss der echte Milliardär sein. Obwohl sein Outfit eher leger ist, sieht seine goldene Uhr dafür sehr, sehr teuer aus. Was ein Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Die glamouröse Dame beginnt mit Kim und Ashley zu plaudern. Sie erzählt ihnen, dass sie vor kurzem mit ihren Freundinnen eine exotische Insel besucht hatte. Dann zeigt sie den Mädchen einige Bilder. Als die Dame auf die Toilette geht, flüstert Ashley Kim zu, diese Frau ist eine Lügnerin. Sie hat das Bild mit Photoshop bearbeitet. Woher weiß Ashley das? Woher Ashley das weiß? 10 Stunden später. Oh. Die Arme von ihr sind lila und das Surfboard hier ist pink und da gelb. Also das in der Zeit zu erkennen ist schwierig, aber ich hab's geschafft. Es geht um die Schatten. Sie sehen alle natürlich aus, bis auf den hier. Meine ich ja.
Schatten vom dem lila-gelben Surfboard fehlt. Hm? Hab ich ja richtig gemacht. Die glamouröse Dame nimmt einen Schluck von ihrem Saft und beginnt zu husten. Plötzlich wird sie ohnmächtig und fällt in die Arme des Milliardärs. Er will gerade um Hilfe rufen, als Kim ihn davon abhält. Sie sagt, dass die Frau das nur vortäusche. Woher weiß sie das? Weil da Bilder sind von den Milliardären. Und ganz viel Lippenstift unten. Die will sich ihnen wahrscheinlich krallen. Schau dir den Inhalt ihrer Tasche an. Da stecken Bilder und Zeitschriftenartikel des Milliardärs drin. Sie hat sogar ein Tattoo? Außerdem hat sie ein Tattoo mit seinem Porträt auf ihrem Fuß. Wahrscheinlich. Sie ist definitiv besessen von diesem Mann. Okay. Es ist Mittagszeit und der Milliardär bietet Kim ein Spiel an. Es gibt drei Kisten. In einer ist das Mittagessen und auf jeder Kiste steht ein Hinweis. Aber nur ein Hinweis ist wahr. Kannst du Kim sagen, in welcher Kiste das Essen ist? Oh, ich hasse sowas. Bei Kiste Nummer 1 steht, das Essen ist in dieser Kiste. Okay. Das Essen ist nicht in dieser Kiste. Es steht bei Box Nummer 2. Und das Essen ist nicht in Kiste 1, ist hier. Das heißt, das Essen ist in Kiste 3. Ich bin ein Genie. Wenn das Essen in der ersten Kiste ist, dann sind 2 Hinweise wahr. Ist das Essen in der dritten Kiste, stimmen auch 2 Hinweise. Weil aber nur ein Hinweis wahr sein darf, kann das Essen nur in der zweiten Kiste sein. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Kim öffnet sie und sieht ein leckeres Mittagessen und eine Bankkarte. Der Milliardär sagt, Glückwunsch, ihr habt 5 Millionen Euro gewonnen. Wahrscheinlich. Ihr Mittagessen und 5 Millionen Euro. Wahrscheinlich. Viel Spaß auf eurer Reise. Kim und Ashley landen in Rom und gehen zur Gepäckausgabe. Sie bemerken, dass Ashley den gleichen Koffer hat wie 2 andere Passagiere. Oh, da habe ich immer Schiss vor, ne? Wenn man irgendwie am Flughafen seinen Koffer mitnimmt, dass man dann so denkt, oh, ist das jetzt meiner? Ist das wirklich meiner? Oder hat jemand anderes meinen schon mitgenommen? Und es kommt zum Streit. Kannst du helfen, die 3 Koffer den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Überhaupt kein Plan. Mit Ansage. Alles wird richtig heute. Der erste Koffer gehört dieser Frau. Da kleben Hundehaare dran. Oh, auf dem okay. zweiten Koffer sieht man Spuren eines Sternaufklebers. Den hattest du wahrscheinlich vorher schon an Ashleys Koffer gesehen. Oh, und der dritte Koffer gehört demnach diesem Mann. Oh, ab jetzt! Alles richtig. Mach einen Abschuss. Weil Kim und Ashley jetzt sehr reich sind, wollen sie von einem Immobilienmakler eine luxuriöse Villa mieten. Sie wollen dort ihren Urlaub verbringen. Aber so richtig. Der Makler zeigt ihnen 3 Häuser. Kannst du den Mädels helfen, das Beste auszusuchen? Das hier. Sieht man ja schon ganz klar. War echt lustig. Ich würde sagen, es ist das untere, weil man einerseits bei dem hier schon ganz klar sieht, dass es eine Bruchbude ist und bei dem hier überall Kakerlaken rumlaufen. Im ersten Haus gibt es Kakerlaken. Das sind keine angenehmen Nachbarn. Das zweite Haus ist zu alt. Da ist ein Riss in der Wand, was nicht gerade sicher aussieht. Aber das dritte Haus sieht ziemlich gut aus. Und der Pool ist leicht zu reinigen. Yes! Ich helfe euch da gern. Können wir so 20% von eurem Mittagessen Kartending da abgeben. Kim und Ashley verlassen die Villa und machen eine Besichtigungstour. Als sie zurückkommen, entdecken sie, dass jemand ihre Pässe aus dem Safe gestohlen hat. Die Mädchen rufen die Polizei. Die verhört auch gleich 3 Verdächtige. Der Koch war zu sehr damit beschäftigt, das Abendessen für Kim und Ashley zuzubereiten. Die Reinigungskraft war den ganzen Tag mit dem Pool beschäftigt. Und der Gärtner sagte, er sei draußen gewesen, um Blumen zu pflanzen. Er habe nichts Verdächtiges bemerkt. Wer lügt? Der Gärtner. Sind ja nirgendwo Blumen. Und die Türen nach drinnen waren alle offen. Also wird es 100%ig der Gärtner gewesen sein.
Der Gärtner, wenn er Blumen gepflanzt hat, wo sind die dann? So, so. Am nächsten Tag gehen die Mädchen einkaufen. Die Verkäufer wollen die reichen und naiven Touristen ausnutzen und bieten ihnen überteuerte Souvenirs an. Nur einer dieser drei Artikel ist ein gutes Geschäft. Erkennst du welches? Der Käse. Das ist Blauschimmelkäse und ich habe keine Ahnung von Blauschimmelkäse, aber hier ist ein Rechtschreibfehler drin und diese Masken kriegst du an jeder Ecke. Sieh dir mal diese venezianische Maske an. Auf ihr steht Made in China, was bedeutet, dass diese Maske definitiv nicht echt ist. Konnte man wieder nicht lesen. Dieser Schrankmagnet sieht nach schlechter Qualität aus, denn Italien ist falsch geschrieben. Mhm. Er kann niemals 100 Euro kosten. Dieser Blauschimmelkäse sieht nicht frisch aus, aber das ist normal für diese Art von Käse. Diese Delikatesse ist das Einzige, was Kim und Ashley hier zu einem fairen Preis bekommen. Ich sag ja, ab jetzt ist hier wieder Sherlock Holmes unterwegs. Die Mädels gehen in ein Museum und verirren sich in den langen Fluren. Sie kommen zu einem seltsamen Keller mit drei Türen. Hinter der ersten Tür befindet sich ein Zeitportal ins Mittelalter. Hinter der zweiten Tür lauert eine böse Mumie. Sie verflucht jeden, der ihr zu nahe kommt. Die dritte Tür ist mit einem Laseralarmsystem geschützt. Die Laserstrahlen durchtrennen alles, was ihnen in die Quere kommt. Welche Tür sollten die Mädchen nehmen? Was? Mädels, geht einfach zurück. Was ist denn das hier wieder für ein Schwachsinn? Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, die Mumie nehmen, weil hier sterben sie eh und Zeitportal. Was ist das für ein Schwachsinn? Mumie macht ja auch gar keinen Sinn, es ist ja hell, glaube ich. Die zweite. Die Mumie schläft friedlich in ihrem Sarkophag. Wenn Kim und Ashley leise sind und ihr nicht zu nahe kommen, können sie einfach an ihr vorbeigehen. So. Falsche Begründung, aber richtige Lösung. Das war immer so bei mir in Mathe. Oh, das ist traurig. Als die Mädchen nach draußen kommen, sehen sie eine Schar von Reportern vorm Museum. Jemand hat das teuerste Gemälde gestohlen. Die Polizei verhört schon drei Verdächtige. Giovanni, die Reinigungskraft, sagt, er habe das Bad geputzt, als der Diebstahl geschah. Luca, der Museums... Luca. Wenn das jetzt Luca war, ne, dann beenden wir hier direkt das Video. Luca, der Museumsführer, sah eine verdächtige Frau mit einer großen Mappe nicht weit vom Tatort entfernt. Und Bianca, die verdächtige Frau, fertigte nur Skizzen als Teil ihrer Hausaufgaben für die Kunstschule an. Wer lügt hier schon wieder? Ich würde eigentlich denken, dass es Luca ist, weil er hier so ein Ding unterm Arm hat. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es Luca war, weil ich weiß, dass Lukas eigentlich extrem ehrenwerte Männer sind und so etwas nicht tun würden. Deswegen tippe ich auf die Frau. Bitte lass mich nicht im Stich, Luca. Du hast das nicht geklaut. Luca, unter seinem Hemd steckt eine gerollte Leinwand.